Pepper Woods, Folge 7, der Campingurlaub und 5 weitere Geschichten. Der Campingurlaub. Pepper und ihre Familie sind mit dem Wohnmobil in den Urlaub gefahren. Sie fahren ins Entenland, wo sie die Enten auf dem Fluss beobachten können. Und dann verwandelt sich ihr Campingbus plötzlich in ein Boot. Ich bin Pepper Woods. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Woods. Und das ist Papa Woods. Pepper Woods. Der Campingurlaub. Pepper und ihre Familie machen Ferien im Wohnmobil. Guten Morgen, meine kleinen Schweinchen. Guten Morgen, Papa Woods. Ich liebe Camping. Wo wir nun schon mal auf dem Land sind, habe ich mir gedacht, dass wir uns hier mal die Natur anschauen könnten. Papa Woods holt den Fernseher aus dem Wohnmobil und schaltet ihn ein. Gute Idee, Mama Woods. Schauen wir uns doch eine Natursendung an. Eines der wirklich großen Naturwunder. Vögel. Wie wunderbar. Ein kleiner Vogel kommt angeflogen und setzt sich auf den Fernseher. Husch, husch, kleiner Piepmatz. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Woods, du willst doch nicht im Ernst unseren Campingurlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Du hast recht, Mama Woods. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss, ganz voller Enten. Entenland! Wir fahren zum Entenland! Pepper und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Mama Woods schaltet das Navi ein. Hallo, wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? 2 Erwachsene und 2 Kinder. Viel Spaß mit den Enten! Spielen und Arbeiten. Pepper und Luzi lernen, dass Erwachsene immer arbeiten müssen. Als die beiden das im Einkaufsladen und auf dem Spielplatz nachmachen, stellen sie fest, dass auch Spielen harte Arbeit sein kann. Der Regenbogen. Pepper und ihre Familie entdecken einen wunderschönen Regenbogen am Himmel. Klare Sache, dass alle sofort dorthin fahren wollen, wo der Regenbogen endet. Petro hat Husten. Petro hat Husten und steckt in der Spielgruppe die anderen Kinder an. Da muss Dr. Braunbär mit seiner schrecklichen Medizin kommen. Aber wer kümmert sich um ihn, wenn er krank ist? In der Bücherei. Papa Woods hat ein Buch nicht rechtzeitig zurückgegeben. Die ganze Familie fährt schnell zur Bücherei, um es zurückzubringen und sich neue Bücher auszuleihen. Das Wohnmobil. Pepper und ihre Familie fahren in einem ganz besonderen Wagen in den Urlaub. Das merkwürdige Gefährt verwandelt sich auf Knopfdruck in ein Haus auf Rädern. Es ist ein Wohnmobil. Pepper ist begeistert und so kann die aufregende Fahrt beginnen.